Hinter den Kulissen wurde schon längere Zeit beinhart über Nord Stream 2 verhandelt. Auch beim Besuch von Kanzlerin Merkel in Washington war die Gaspipeline Thema. Heute telefonierte Merkel mit Russlands Präsident Putin. Dabei dürfte sie ihm die erwartete Einigung erläutert haben. Die beinahe fertiggestellte Ostsee-Pipeline soll russisches Gas nach Deutschland bringen, unter Umgehung der Ukraine, die auf die Einnahmen aus dem Gastransit angewiesen ist. Kritiker sehen in der Pipeline ein geopolitisches Projekt Russlands, das die Energiesicherheit Europas gefährdet. Der Freistaat Bayern will beim Klimaschutz vorangehen. Das hat Ministerpräsident Söder in seiner Regierungserklärung heute angekündigt. Bis 2040 soll Bayern klimaneutral werden. Bayern-Reporter Stefan Mack in Oberbayern, wie sehen die Pläne denn aus? Ja, im Freistaat sollen wieder Windräder gebaut werden. Bei der umstrittenen Abstandsregel wird es Ausnahmen geben, kündigt Söder an. In den Staatswäldern sollen künftig 1000 Meter Abstand zum nächsten Wohnhaus ausreichen. Die angekündigte Solarpflicht auf Neubauten kommt vorerst nicht. Grünen-Chef Hartmann zeigte sich von der Rede enttäuscht. Er wirft Söder vor, nur anzukündigen, aber kaum etwas umzusetzen. Die Bundesregierung hat Soforthilfe für die Opfer der Hochwasserkatastrophe beschlossen. Der Bund veranschlagt die erste Rate auf 400 Millionen Euro. Die Hälfte davon zahlen die Länder. Finanzminister Scholz hat gesagt, wenn mehr Geld benötigt werde, stelle man auch mehr zur Verfügung. Die Soforthilfen seien für diejenigen erstmal gedacht, die ihr ganzes Hab und Gut verloren hätten. Experten schätzen die Schäden allein in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz auf 4 bis 5 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hat die Corona-Einreiseregeln für Urlauber bis Anfang September verlängert. Das Kabinett hat auch Änderungen beschlossen. So gibt es zum Beispiel Erleichterungen für vollständig Geimpfte, die aus Virusvariantengebieten zurückkehren. Sie können ihre Quarantäne vorzeitig beenden, wenn sie nachweisen, dass ihre Impfung gegen die Virusvariante im Reiseland wirkt. Nürnberg setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Ab sofort gibt es den Enver Simsek-Platz. Der türkische Blumenhändler war vor 21 Jahren das erste Opfer der NSU-Attentate. Bayern-Reporter Sascha Roos damit.